Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich hier für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schickes Mount aus Ashkahed und zwar bin ich einmal im Nest der Weberin auf den Koordinaten 55, 41 und hier wollen wir uns wieder ein Händler-Mount anschauen. Das verkauft hier Yamas. Das ist der Händler für die verschiedenen Pakte, die man auswählen kann. Und zwar hat ja die Fraktion, die durchtrennten Fäden, ein paar Unterfraktionen. Und hier wollen wir uns diesmal das Mount vom Visier anschauen. Dieses können wir kaufen, wenn wir auf dem Ruf von 8, also 8 von 9 sind. Und das ist einmal Verschwörer. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, uns das einmal zu erwerben. Und zwar Unterkrabbler des königlichen Hofes. Und das kostet 2200 K oder Cash, wie man auch immer dazu sagen möchte. Holen wir uns jetzt mal. Und hier gibt es übrigens auch noch Mounts für die anderen zwei Fraktionen. Eins habe ich schon vorgestellt und das andere ist hier noch drin, das vom General. Ich werde dir aber nachher nochmal kurz zeigen. Gut, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Unterkrabbler des königlichen Hofes. Und dann schauen wir mal rein, wo haben wir es? Ach, die heißen alle Unterkrabbler, okay. Genau, also... Das ist jetzt quasi die orange-grüne Variante. Und zwar, da haben wir das Ding. Und das hat hier auch wahrscheinlich dieselbe Tanzanimation wie das andere. Ja, ich finde die schon nice. Ich muss sagen, es hat einfach was, das Viech. Schaut euch an. Genau, das ist jetzt so ein Spinnenmount. Also Leute, die Arachnophobie haben, sind da vielleicht jetzt nicht so gut aufgestellt, sich das zu holen. Aber es sieht schon cool aus. Also fliegen kann es nicht, ne? Es ist auf jeden Fall ein Bodenmount. Und ja, jetzt gucken wir uns nochmal kurz die anderen Farbvarianten an. Unterkrabbler, das Schwarze hatte ich ja euch schon vorgestellt. Das ist ja so einfach das Klassische, was hier zum Gebiet gut passt. Dann haben wir das, was ich jetzt eben gezeigt habe, das Grün-Orange, würde ich sagen. Und dann haben wir das komplett Orange, ne? Mit ein bisschen schwarzen Elementen mit dabei. Genau, das sind die drei Versionen. Die gibt es alle bei... quasi oder ab 8 von 9 Ruf bei diesen Unterfraktionen. So, wie holen wir uns jetzt den Ruf hoch? Naja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten und zwar als allererstes spielt ihr die Kampagne in Ashkahed durch. Dann könnt ihr die ganzen Sidequests mitnehmen. Als nächstes habt ihr noch die Option Wordquests zu machen. Die könnt ihr dann verstärken, wenn ihr euch einen Vertrag holt und zwar den Vertrag einmal für die drei Pakte. Den könnt ihr, wenn ihr mal Haar werben oder von einem Inschriftenkundler herstellen. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Eimerschätze mitzunehmen. Da kann ich euch das Addon Handy Notes empfehlen. Da seht ihr die auf der Map oder ihr guckt mein Video, was ich dazu erstellt habe. Da habe ich die auch alle einmal gezeigt. Und ja, zusätzlich habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Rares zu töten. Diese bringen auch alle einmal Ruf und zwar einmal wöchentlich. Also ihr könnt die wöchentlich mitnehmen. Ist schon einiges an Ruf, was da durchkommt, wenn man die quasi jede Woche einmal mitnimmt. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Zusätzlich habt ihr noch die Möglichkeit, eine Weekly-Quest hier anzunehmen. Dann könnt ihr einen Pakt auswählen und je nachdem, welches Mount ihr haben wollt, wählt ihr halt dementsprechend den Pakt aus. Da kriegt ihr nämlich nochmal pro Woche 1500 extra Ruf. Und dann haben wir noch in Dornogal... einmal die Möglichkeit, hier oben Weekly Quests anzunehmen. Da gibt es eine, wo ihr euch aussuchen könnt, welche wöchentlichen Aktivitäten ihr macht. Zum Beispiel 6 World Quests abschließen, da gibt es ein bisschen Ruf. Und dann gibt es noch eine wöchentliche Dungeon Quest. Und da könnt ihr euch dann auch, nachdem ihr das Dungeon abgeschlossen habt, was ihr für die Quest machen müsst, aussuchen, für welche Fraktion ihr den Ruf nehmt. Und naja, da könnt ihr natürlich auch hier den Ruf für diese jeweiligen Pakte wählen. Gut, und zusätzlich haben wir dann natürlich noch die Geschichte mit diesem... Cash oder Kay, das kriegt ihr durch alle möglichen Aktivitäten hier in der Zone, auch über die Rares, über die Kisten, die World Quests, auch über diese Weekly Quests und es gibt hier auch noch verschiedene andere Möglichkeiten und zwar gibt es dann immer so Spinnensymbole auf der Map und wenn ihr da quasi so kleine Aufgaben erfüllt, gibt es auch immer noch 50 von der Währung, also ihr könnt euch das so nach und nach zusammen hamstern. Ich persönlich würde euch nicht empfehlen, das jetzt aktiv zu farmen, während ihr den Ruf hochballert, kriegt ihr eh genug von dem Zeug. Also zumindest war das meine Erfahrung. Genau. Juti, dann sind wir damit auch tatsächlich durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Attila, bis dahin. Ciao.